Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe heute wieder ein großartiges Modell für euch vorbereitet. Darf ich präsentieren? Franka. Hallo. Hallo. Wir machen heute eine Dauerwelle. Rutsch ein bisschen näher zu mir. Yes. Perfekt. Wie ihr sehen könnt, Franka hat eine ganz, ganz leichte Naturwelle. Wir wollen es heute aber doch etwas lockiger. Du hast mir geschrieben, so, es können schöne Korkenzieherlocken sein, aber bitte kein Afro. Und wir machen natürlich keinen Afro. Wir werden heute 4 verschiedene Wickler nehmen. Richtig Farbenpsychologie auf deinem Kopf. Ein roter, ein grüner, ein blauer und ein gelber. Das wird super cool. Und wie ihr sehen könnt, hat sie auch einen Pony, die liebe Franka. Und da werden wir natürlich auch ein paar Wicklereien machen. Und durch die Locken wird er dann ein bisschen kürzer. Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht zu lockig werden. Was meinst du? Sollen wir loslegen mit deiner Dauerwelle? Unbedingt. Let's go. Leute, abonniert den Kanal, like das Video. Perfekte Vorbereitung für die Dauerwelle, das Interactive Shampoo von La Biostetik. Bevor wir mit dem Wickeln anfangen, werde ich der Franka noch Basics Pre-Perm C+ auftragen von La Biostetik. Eine Pre-Perm Lotion, die das Haar vor dem Präparat schützt. Und wir fangen gleich vorne bei den Stirnfransen zum Wickeln an. Und zwar, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass sie nicht zu lockig werden. Deswegen werde ich mir hier etwas größere Abteilungen machen und die Wickler vertikal setzen. Im vorderen Bereich fangen wir dann an mit der Spiralwicklung und da nehmen wir dann wirklich 4 verschiedene Wicklerleute. Es gibt einmal blau, rot, grün und einmal gelb. Der blaue ist der größte und der gelbe ist der kleinste. Und diese 4 Wickler werden wir im vorderen Bereich abwechselnd aufwickeln. Im hinteren Bereich werden wir dann wahrscheinlich nur noch mit blau, rot und grün arbeiten, werden hier aber etwas feiner abteilen und versetzt wickeln. Das heißt, der erste Wickler kommt hier auf den Oberkopf, dann machen wir uns in der Mitte vom Wickler eine Abteilung, dann kommen die nächsten 2 Wickler, dann kommen 3 Wickler in einer Reihe, dann wieder 2, dann wieder 3, dann wieder 2. Richtig schön versetzt, so dass wir dann wirklich ein richtig geiles, definiertes Ergebnis haben. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, aber fangen wir mit dem Wickeln an. Okay, ich habe hier 180 ml Vellotion Perm Lotion von La Biostetik Hydrowave Phase 1N und da kommt jetzt pro Fläschchen
noch 3 Ampullen. Da kommen jetzt pro Fläschchen noch 3 Ampullen PCC dazu, weil wir ja die Umformung so pflegend wie möglich gestalten wollen. Und Frankas Haare sollen eventuell nach der Dauerwelle schöner sein als vor der Dauerwelle. So. Franka, das wird jetzt ein bisschen kühl. Ich werde jetzt anfangen, dir das Präparat aufzutragen. So, nicht so schlimm, oder? Perfekt. So, Leute, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch beim Präparieren, speziell bei längeren Haaren, wirklich Zeit lässt und über jeden Wickler mindestens 2-mal drüber geht, damit ihr dem Haar auch Zeit gebt, das Präparat ordentlich aufzusaugen. Ich bin fertig mit dem Präparieren der Dauerwelle. Ich habe sie jetzt noch abgesteckt. Das Ganze lassen wir jetzt 25 Minuten einwirken und dann spülen wir die Haare und fixieren das Ganze. 25 Minuten, dauert nicht lang. Die Einwirkzeit der Wellotion ist vorüber. Jetzt spüle ich das Ganze 5 Minuten lang gut runter. Jetzt eine Sache, die wir bisher noch nie gemacht haben bei der Dauerwelle. Das ist Intercare von Labiosthetik. In dem Fall 30 ml, weil die Franka sehr, sehr viele Haare hat. Und das ist eine Zwischenpflege, die man zwischen Präparat und Fixierung aufträgt. Und das werden wir jetzt noch machen. Und dann fixieren wir direkt die Dauerwelle. Ich habe jetzt noch mit den Papiertüchern so viel Feuchtigkeit wie nur möglich aus den Haaren gezogen und jetzt tragen wir die erste Fixierung auf mit dem Permfix Fläschchen, um sie so genau wie möglich Wickler für Wickler aufzutragen. Geht's, Franka, oder ist es sehr kalt? Super. Die erste Fixierung lassen wir 5 Minuten einwirken und dann können wir endlich die Wickler runternehmen. Aber das dauert nicht mehr lang. Ich bin so gespannt. Die Einwirkzeit der Fixierung ist vorüber. Wir können die Wickler runternehmen. Fangen wir gleich einmal hier an. So. Oh wow. Also hier sieht man schon, dass es doch da ein bisschen knackiger ist. Das war der größte. Und das hier ist der kleinste. Machen wir aber gleich mit Rot weiter. So. Einmal der rote Wickler. Ja, tatsächlich irgendwie da zwischen den beiden. Zuletzt geben wir noch die Mask Intense drauf von Labiosthetik, natürlich mit dem Spray vorab. Die Maske lassen wir ein paar Minuten einwirken, anschließend schneiden wir der Franka die Haare und machen ein richtig cooles Styling mit einem Produktcocktail heute, Wellenreiter und noch etwas, aber dazu kommen wir gleich. Bist du ready für deine neuen Haare? Oh, wow.
Oh Mann. Wow. Was sagst du? Und nicht wirklich vorstellbar gerade, oder? Es ist ein bisschen zu viel gerade. Schau mal, der Pony ist auch perfekt, weil er ganz soft ist. Also der Pony ist wirklich am softesten geworden von allem. Was gut ist, damit wir da ausreichend Länge dann haben. Und ich bin jetzt schon so gespannt. Ja, nicht schlecht, oder? Voll die gute Sprungkraft. Ich bin fertig mit dem Haarschnitt. Jetzt geben wir die Styling-Produkte hinein, was natürlich nicht fehlen darf. Das beste Sea Salt Spray auf dem Markt, der Wellenreiter mit Lavendelöl aus der Mont Blanc-Region und Salzen aus der Nordsee. Ganz ein tolles Produkt, liefert ein eher mattes Ergebnis und die Haare fühlen sich total griffig an, wie nach einem langen Tag am Strand. Und jetzt geben wir als Combo zum Wellenreiter dazu, damit das Ganze heute ein bisschen knackiger wird und ein bisschen fester, den Volume Mousse von La Biosthetic. So, ein Schaum, ein Styling-Schaum. So, ich würde sagen, das ist genug Volume Mousse. Und den kneten wir zusätzlich jetzt noch in Frankas Haare hinein. Ich habe jetzt eine Bitte an dich, Franka, und zwar, wenn du wirklich mit Schwung deine Haare nach vorne wirfst und dann vorne bleibst, bitte. Wahnsinn, oder? Ganz was anderes. Heftig. Steht dir urgut. Ich finde, es sieht wirklich... Wow. Schau mal. Wow. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Tu es. Kannst ruhig reinkneten. Erzähl, wie fühlt es sich an? Ganz verrückt. Crazy, super. Oder? Du hast vorher gesagt, sie sind so fluffig und sie springen so. Urfluffig, heißt, ich mag mich die ganze Zeit so. Urcool. Weil du dir heute so viel Zeit genommen hast. Wir haben heute echt lang gebraucht, Leute, weil ich auch sehr, sehr fein gewickelt habe. Ich habe heute fürs Wickeln fast eine Stunde gebraucht, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe urcoole Sachen für dich, für zu Hause. Einmal den Wellenreiter, das beste Sea Salt Spray der Welt, mega cool. Dann von La Biosthetic den Volume Mousse, sehr, sehr cool, damit kommst du lange aus. Du kannst aber auch richtig viel in die Haare tun. Du hast vorher eh gesehen, wie viel ich in die Hand genommen habe vom Schaum. Und dann habe ich hier noch das Curl Activating Shampoo aus der Curl Serie von Biosthetic, damit du deine Haare perfekt waschen kannst, deine Locken. Viel, viel Freude mit den Produkten. Dankeschön. Und viel, viel Freude mit den Haaren. Ich finde es urschön und ich finde, es sieht komplett anders aus. Und ich finde auch, dass es dir sehr, sehr gut passt. Ich glaube, du wirst jetzt etwas länger die Haare lockig tragen, habe ich das Gefühl. Vielen Dank, ich freue mich voll drüber. Gerne. Danke dafür. Gerne, gerne, gerne. Leute, like das Video, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.